Ja, ich habe am Golfspiel Riesenspaß und es ist zumindest mit den Leuten, die ich spiele, das sind unterschiedlichste Typen. Also der Golfer an sich ist jetzt nicht irgendein Schablonenmann, der irgendwie die teuerste Ausrüstung hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man gewisse Parameter erfüllen muss, damit man überhaupt Golf spielen darf, sondern im Endeffekt kann es jeder machen. Und ja, es macht einfach riesig Spaß, auch in der Gruppe. Das ist ja das Schöne am Golfen, dass halt jeder immer zusammen spielen kann. Es ist ja egal, wie gut oder schlecht du bist. Ja. Und viele denken halt, also wir können zusammen spielen ohne Probleme, wir können aber auch mit jemandem spielen, der gerade angefangen hat. Ja, du kannst ja die Spiele so machen, dass es für jeden interessant ist, dass du wieder auf einer Wellenlänge bist. Und so haben wir ja damals auch gespielt. Ich habe dir 5 Schläge Vorsprung gegeben, also auf den ersten 9. Die ersten 9 hast du ja gewonnen, glaube ich. Zweiten Mal, dass er dann genug vorgegeben. Ja, aber das ist halt das Schöne im Golf, ne? dass halt jeder zusammenspielen kann. Und wenn der Ryder Cup halt nach Deutschland kommen würde, wäre es halt schön, um mal diesen Stereotyp mal wirklich in Frage zu stellen, ob der wirklich noch da ist und ob wirklich noch besteht. Wirklich Ü50 Rentner oder Ü60, Ü70 oder immer karierte Hose an. Sondern es ist ja schon so, dass. Das wäre halt schön, wenn sich das so ein bisschen. Vor allem der Ryder Cup ist ja wo wirklich auch eine ansteckende Atmosphäre dann herrscht. Also dem kann man sich eigentlich nicht entziehen. Der Ryder Cup ist natürlich das, was auch mir am Mannschaftssport so viel Spaß macht. Das ist halt dann beim Golfer alle 2 Jahre. Einmal haben sie das in diesen 4 Tagen und man merkt, wie sie es genießen. Wie ich zum ersten Mal in Wales mitgespielt habe, hast du dann wirklich 10 der Weltbesten in einer Sportart neben dir, die das gleiche Ziel erreichen wollen. Und alle ziehen wirklich an einem Strang. Dieser Teamgeist ist halt schon extrem. Also gerade die Europäer, weil es halt sehr familiär abläuft. Also den ersten, den ich wirklich wahrgenommen habe, war 2010, ja, oder? In 2010 war in Wales. Nee, 2012. In Amerika. Genau. Und Chicago war das, oder? Ja, guter. Ja, klar war das ein guter. Nee, das war, habe ich so wirklich das erste Mal richtig mitgefiebert. Ich finde, das ist das größte Geschenk, was du bekommen kannst. Ja gut, wenn du dich auf das Negative konzentrierst, was passieren kann, dann stehst du eh schon falsch da. Aber wenn du wirklich das als Geschenk siehst und als Möglichkeit, dich als Sportler und als Mensch weiterzuentwickeln, mehr geht nicht. Und ganz ehrlich, wenn du damals am Fußballplatz stehst und 13, 14 Jahre alt bist, sagst du auch, boah, der Elfmeter ist jetzt hier zur WM oder ist zu keine Ahnung was. So stehen wir auf dem Puttinggrün auch und sagen, der Putt ist jetzt gegen Amerika, ich bin keine Ahnung. So reden wir ja auch. Also wie kannst du den Moment dann nicht willkommen heißen? Ich fand das allergeilste Gefühl, was ich jemals hatte, mit einer Drucksituation, die kannst du nie wieder kopieren. Und ich werde auch nie mehr so einen Druck haben. Aber das ist so gut. Also der Druck ist, es ist schon ein bisschen vergleichbar. Ja, der Druck größer kann er ja nicht sein. Vor allem, es war ja schon noch ein guter Tester, sagen wir mal so. Ja, aber ganz ehrlich, du... Ja, du konntest ja auch nicht weg aus der Situation. Das ist natürlich beim Golf so ein bisschen der Vorteil. Ja, da bin ich. Du musst nicht sagen, ja, nee, ich will nicht. Weil selbst wenn du nicht willst, dann musst du trotzdem. Ja, ich kann nicht sagen, komm, Caddy, mach mal. Das wird dann eh nach hinten losgehen, der Schuss. Aber das stimmt schon, ja. Ja, wie der Thomas schon beschrieben hat, ist es sehr schwierig, so einen Moment vollkommen zu genießen. Weil da ist halt irgendwie so eine Überbelastung von Emotionen. Auf der einen Seite bist du sehr froh und sehr, sehr erleichtert, dass du sowas unfassbar und auch wirklich Ungreifbares jetzt in diesem Augenblick erreicht hast. Und wie ich dann da saß, ich hab mich halt so ein bisschen dazu gezwungen, jetzt den Moment zu genießen und zu sehen oder zu reflektieren, was eigentlich jetzt in der letzten Stunde passiert. Was hast du hier eigentlich geschafft? Und da kommst du eigentlich gar nicht hin. Du kannst in den Momenten kannst du nicht die Tragweite dessen, was du da erreicht hast. Als Weltmeister sagt er, ja, aber jetzt bist du Weltmeister. Und im Endeffekt war unser Ziel, das WM-Finale zu gewinnen. Und dadurch, dass wir es dann gewonnen haben, haben wir
das, was wir uns vorgenommen haben, erreicht. Wir haben uns zwar auch gefreut, riesig, oder, aber für mich war es eher so der Spannungsabfall, nachdem, weil du bist ja 6 Wochen unter Vollstrom für dieses eine Ziel und wir waren ja auch im Favoritenkreis. Und dann ist es eher so Erleichterung über das Geschaffte, dass man das, was man sich vorgenommen hat. Aber was sehr interessant war, hat eben gesagt, dass bei dem, wie ihr halt die WM gewonnen habt, hast du irgendwie das Ziel erreicht und ich weiß nicht, ist auch so eine Art Leere, was danach kommt. Ja. Und das habe ich auch gespürt damals, wie wir den Ryder Cup gewonnen haben, wie ich die Nummer 1 der Welt geworden bin. Du denkst, du bist eigentlich jetzt gerade auf deinem Hoch. Jetzt müsstest du eigentlich super, super glücklich sein. Aber du bist irgendwie am Ende so. Also das Ziel, was du dir wirklich für deine Karriere gesetzt hast, bist du eigentlich angekommen. Und dann ist halt schwierig, was sich machst wieder. Du dann noch? Ja, da muss ich halt wieder neu einordnen. Und wie der Thomas gerade gesagt hat, dann suchst du halt wieder nach so Momenten. Ja, damit ich als Fan da hinfahren kann und mit den anderen Deutschen dieses wahnsinnige Gefühl, das man wirklich als Zuschauer dann hat, zu erleben. Für Martin wird es was Besonderes sein, weil es halt in Deutschland stattfindet. Aber im Endeffekt, wenn er am Golfplatz steht, denke ich nicht, dass er, selbst wenn das deutsche Gras anders ist als vielleicht eins in Frankreich, England oder in den USA, wird das Spiel nicht anders sein. Wenn er dann wirklich bei deinem ersten Gruppenspiel dann aufläufst, beziehungsweise am Freitagmorgen am ersten Tee stehst und dann in deinem Heimatland mit Tausenden von Zuschauern, die generell da sind, aber dann auch noch, die deine Sprache sprechen, die irgendwie wissen, wie du dich fühlst, weil du einfach ein ähnlicher Typ bist und die Kultur, die dieselbe ist. Es ist halt schwer vorauszusagen, wie sich das anfühlt. Aber wenn es dann so auf spezielle Momente ankommt, gerade um das Ding dann wirklich zu beenden, das Match oder ja, das Turnier, schon noch mal drüber nach, dann hilft es natürlich schon, wenn du nochmal so einen 12-Mann hinten raus hast. Ne? Du siehst halt auch damals, wie wir in Schottland gespielt haben, in den Ryder Cup letztes Jahr, da waren auch sehr viele Deutsche da, wie die Deutschen aus sich rausgehen können, wenn sie wollen. Oder wenn sie jetzt nicht wirklich, oder wenn sie sich wohlfühlen in der Umgebung. Siehst du ja auch viel im Stadion, dann lassen die auch einfach raus. Und so war es dann auch letztes Jahr im Ryder Cup, da hat mein Caddy, der hat auch gesagt, die kommen aus Deutschland? Weil da kennt man so gar nicht von uns. Und ich glaube, die Emotionen, die würde man beim Ryder Cup dann automatisch entwickeln. Weil du kriegst ja die Atmosphäre mit am ersten Abschlag, bevor es losgeht, schon anderthalb Stunden vorher. Man sieht ja auch, wie die Golfer, egal, unfassbar. Die Europäer oder die Spieler aus den USA, die genießen das ja auch. Also die wirklich viele, die... Oder ja, wie war das dann, also, die manche heizen dann auch am ersten Abschlag die Leute an, weil die das einfach sonst nicht erleben. Ne? Sonst ruft einer nur mitten in den Schwung rein, aber mal so... Ja, ist halt eine... Also eigentlich so eine der schlimmsten Situationen, aber auch einer der schönsten ist, wenn du am ersten Abschlag stehst beim Ryder Cup und vorher ist halt komplett Alarm, 3/4 Stunde und dann wirst du halt aufgerufen, bumm, bist jetzt dran, Martin Kahner von Europe, blablabla, und dann Totenstille, fürchterlich. Boah, der ist schon krass. Aber dann weißt du halt wieder, dann konzentrierst du dich halt auf einen guten Schlag, sondern du weißt ja, was passiert, wenn du einen guten Schlag machst. Und du willst ja wieder los. Du willst ja wieder die Party hören. Und wenn das dann 10 Stunden am Tag so abgeht, da ist schon echt ein gutes Gefühl. Ja, das wäre natürlich ein Riesen-Event, auch eben für Deutschland. Und dann sieht man mal auch, dass Golf wirklich Emotionen und auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann. Dass wirklich Golf interessanter wird für die Leute in unserem Alter, weil es halt wirklich nicht darum geht, wie viel Geld man hat, in welchem Status im Leben man hat oder welchen man haben möchte. Ich glaube, dass man wirklich die Perspektive einfach auf die Sportart ändern kann. Und das wäre auch mein Wunsch, dass dann halt wirklich, dass wir alle an einem Strang ziehen mit den Medien zusammen, mit den Bürgern aus Deutschland, mit der Regierung, sondern dass wir alle wirklich das gleiche Ziel haben und nicht um Geld zu machen oder um irgendwas promoten, sondern einfach nur die Sportart in den Vordergrund zu stellen und wirklich, dass es primär um den Sport geht. Weil auch die Sportart, die gibt ja halt eine sehr große Möglichkeit, auch extrem viele Werte, die wir Deutschen lernen und auch vermitteln möchten,
die vermittelt dir halt auch Golf mit Disziplin, Respekt, Ehrlichkeit. Und ich glaube, wenn Leute so ein bisschen die Sportart auch hinterfragen und sich dafür interessieren, wenn dann der Ryder Cup in Deutschland kommen würde, wäre das alles, wäre das ein rundum super Paket.